Sharon whitewash your mood, nice trying for wine. You might be able to drive it away. Cover up your fears, repress your tears, darling, pray to God, lock your door and waste your day. So, okay. Top, die Wette gilt. That's right. Also, lautes Denken, 5 Wörter, 5-mal laut gedacht. Und zwar mit The Apartment Orchestra. Erstes Wort wäre, welche Rolle spielt bei euch, nämlich Authentizität? Sehr wichtig. Oder was soll man dazu sagen? Was soll man nur einzelne Wörter sagen oder ein ganzes? Bei der Art von Musik, die wir machen, ist es eine Grundlage. Hm. Es ist einfach wirklich das A und O. Richtige Antwort. 10 Punkte für Küchen. Ja, wir sind übrigens im Café 13, guck mal. Genau. Also eigentlich sind wir in dem unteren Raum, das ist eigentlich ein Seminarraum oder sowas. Oder ein Yoga und so. Yoga, da ich glaube, hier passieren ganz viele Dinge, aber eben auch Konzerte. Sehr schön. Ja, richtig. So, das nächste ist Konzertaskese / Konzertvorbereitung. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und brauche so eine kurze Ruhe vor dem Sturm, bevor es losgeht. Aber Flo ist da genau das Gegenteil, glaube ich. Ich rauche eine Zigarette und trinke ein Bier. Vorbilder / Inspirationen. Viele. Das, also ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Pearl Jam-Fan, muss ich sagen, schon seit 15 Jahren. Daher auch sehr großer Fan von der Eddie Vedder-Platte, von dieser Into the Wild Soundtrack-Platte. Hell yeah. Genau. Beirut haben mich zum Beispiel dazu gebracht, wieder eine Ukulele in die Hand zu nehmen. Mhm. Dirty Projectors, eine ganz, ganz großartige Band aus New York City, die mich inspiriert haben, einfach irgendwie manchmal auf Schlagzeug zu verzichten und einfach nur zu klatschen. Ansonsten, ja. Und wie du heute Abend beim Konzert auch erwähnt hast, Beyoncé natürlich. Ja. Kannst du auch ein paar Einflüsse aufzählen? Ja, klar. Ich mag Ben Howard und Fink und Bon Iver. Ehrliche und authentische Musik, die mich so mitnimmt. Deshalb gehe ich auch gerne auf Live-Konzerte. Und ich liebe auch die Klassik total. Mhm. Das glaubt man immer gar nicht, aber das gibt mir auch viel, wenn ich das höre. Da würde ich jetzt fast ein bisschen nachhaken mit diesem, weißt du, bei Vorbilder, Authentizität und so weiter. Weil in der Musikwelt gibt es ja schon viele, wie soll man sagen, Kunstprodukte, oder? Ja, natürlich. Bedauernswert oder verständlich, weil es auch ein Business ist? Ich finde es gar nicht bedauernswert. Ich glaube, es kommt echt auf die Art von Musik an und auch auf das Konzept, was eine Band hat. Es gibt Bands, die funktionieren einfach wahnsinnig gut, indem sie eine Rolle spielen auf der Bühne, indem sie in eine andere Rolle reinschlüpfen und sich einfach geben, wie sie eigentlich nicht sind. Das funktioniert aber wahnsinnig gut, weil die Leute in dem Moment mit der Art von Musik das in Einklang kriegen und das einfach Sinn ergibt und es schlüssig ist. Mhm. Aber ich glaube, bei so ruhiger Folkmucke, da kann man sich nicht hinstellen und irgendwie so tun, als wäre man jemand anders oder in eine Rolle schlüpfen. Nächstes Wort, und da gucke ich jetzt dann dich an, Gitarrenanzahl. Also live habe ich zurzeit und auf der Tour hatte ich 3 Gitarren, weil ich verschiedene Tunings immer habe. Und zu Hause, das weiß ich gar nicht, ich habe noch ein paar E-Gitarren. Ein paar. So. Müsste ich jetzt nachdenken, wie viele ich habe. Normalerweise ist es ja so, ich habe auch sehr viele Gitarren daheim, aber ich benutze eigentlich immer dieselbe Tuning. Also dass wir quasi auf so eine Tour 3 Gitarren dabei haben, hat jetzt nichts damit zu tun, dass Linda irgendwie gerne damit perlt, dass sie irgendwie 3 Gitarren hat. Nee. Das hat einen ganz pragmatischen Grund, dass wir nicht die ganze Zeit umstimmen müssen, weil Linda sehr, sehr abgefahrene offene Tunings verwendet und zwar ungefähr 795.000 an der Zahl. Deine dunkle, schwarze Gitarre, fast schwarze Mahagoni, dunkelbraun. Ja, der hast du die ganze Zeit fast offen gespielt. Also beim, ich glaube, vorletzten Song war es, beim 9, der extra für die Tour konzipiert wurde. Was muss man denn mit einer Gitarre anstellen, dass die einfach so gut klingt, wenn man das macht? Ja, die Vibration, die hat mir echt im Boden ein bisschen gefühlt. Hab ich das gesagt. Ist schön, ja. So soll es sein. Ich weiß, glaube ich, selbst nicht genau, was das ist, aber das ist, glaube ich, so Des-Dur-Stimmung oder sowas. Also ich glaube, Ben Howard benutzt die auch sehr gern. Die habe ich mir so ein bisschen abgeguckt, muss ich sagen. Und dann ist man auch total inspiriert beim Songschreiben. Wenn man die umstimmt, dann klingt alles total anders.
und kann eben auch offen spielen und dann ist man auch so befreit irgendwie und kann reinhauen. Also mich macht das schon wahnsinnig, wenn ich irgendwie eine Seite verstimme und dann weiß ich schon gar nicht mehr, was wo vorne und hinten ist. Und Linda ist einfach so, wenn sie einen Song schreibt, dann passt sie die Gitarrenstimmung an den Song an. Das ist was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann und das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Und deswegen ist das auch so interessant, weil ich die Songs, die sie schreibt, einfach niemals schreiben könnte. Mhm. Dann ergänzen wir uns gut. Das letzte Wort, das kam ja auch bei euren Songs vor, wäre Heimat. Heimat ist gerade ein ganz interessanter Begriff, einfach in Zeiten von Bewegungen, die ganz einfach schlimm sind, wie Pegida, wie ich finde, einfach das zu sagen, okay, das ist unsere Heimat und hier darf kein anderer her. Heimat ist für mich einfach so der Ort, wo eigentlich jeder hinkommen darf und wo ich mich wohlfühle. Und momentan ist es Nürnberg, es ist eine Stadt, in der ich groß geworden bin, ich mag es da sehr gerne. Sie hat natürlich ihre Schwächen, aber eben auch ihre schönen Seiten und ich glaube, aber Heimat wird immer ganz, ganz, es hat so einen negativen Beigeschmack, einfach so was ganz, ganz, ganz kleinbürgerliches, spießbürgerliches, oder so, wir sind da daheim und so, keine Ahnung. Eine Heimat ist kein geschlossener Raum, wo keine Einflüsse von draußen rein dürfen oder wo keine anderen Menschen von draußen rein dürfen. Schön gesagt. Mit Heimat verbinde ich immer zur Ruhe kommen und verbinde das total mit Freunde. Und mir geht es so jetzt auch auf der Tour, habe ich gemerkt, also wenn ich daheim bin, will ich immer weg und wenn ich weg bin, will ich nach Hause. Irgendwie. Das ist ganz komisch. Ich mag beides. Also ich mag das Reisen total gern, aber dann auch eben diese Ruhe und Freunde treffen und Familie und so. Liebe ich total, ja. Fünfmal laut gedacht mit The Apartment Orchestra. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für diesen spontanen Überfall. Wir wussten gar nicht, dass wir interviewt werden. Aber das war sehr schön. Danke. Vielen Dank. So, Kaffee. Don't know what it is.